Ab heute gilt in Deutschland ein neuer Mindestlohn. Er steigt von 9,82 Euro die Stunde auf 10,45 Euro. So viel Geld müssen Arbeitgeber ihren Angestellten also künftig pro Stunde mindestens zahlen, damit diese auch von ihrem Gehalt leben können. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, zum Beispiel Jugendliche ohne Ausbildung, Azubis oder Praktikanten. Die verdienen dann zum Teil deutlich weniger. Ab Oktober soll der Mindestlohn dann auf 12 Euro pro Stunde steigen. Die deutliche Erhöhung hatte Bundeskanzler Scholz im Wahlkampf als eines seiner zentralen Projekte bezeichnet. Vielen sind aber auch diese 12 Euro noch zu wenig. Sie sagen, in Zeiten, wo sowieso alles teurer wird, müsste auch der Mindestlohn viel schneller und viel stärker ansteigen. In München wurde zum Beispiel schon mal über einen regionalen Mindestlohn von 15 Euro nachgedacht. Eben weil das Leben dort so viel teurer ist als, ja, sagen wir zum Beispiel in Brandenburg. Aber was sagt ihr? Wie viel sollten Menschen pro Stunde mindestens verdienen müssen?